Okay. Wir schauen noch mal, wie lang der Vortrag wird. Also, das kann ganz schnell gehen, ich weiß es noch nicht. Oder das ist dann der Vorteil vom letzten Vortrag in einem Track. Ich kann euch so lange verhaften, bis ihr geht oder auch nicht geht. Okay. Was machen wir? Wir machen heute kein Smart Home mehr und Smart irgendwas, sondern wir machen einfach mal Retro Gaming. Und meine Idee ist dabei vielleicht, deswegen wird es wahrscheinlich auch kein Vortrag werden oder es werden alles nur Dinge erzählt werden heute, die ihr mit Sicherheit schon kennt. Aber meine Idee dabei ist eigentlich so ein bisschen mal alte Zeiten aufleben zu lassen. Das wird man vielleicht gleich auch mal in der überletzten Folie irgendwo sehen oder in der überübernächsten mal sehen, ob ihr euch drauf einlasst oder auch nicht. Gut. Zu meiner Person. Es ist übrigens das Lieblingsbild von meiner Frau, weil das. Ach so, erstmal der Typ hat das gleiche T-Shirt wie ich an, also das bin ich. wobei, das ist jetzt auch kein Kriterium mehr gewesen. Ich bin heute früh im Hotel runtergekommen zum Frühstückstisch und ich habe mindestens 10-mal dieses T-Shirt gesehen und wurde auch gleich angesprochen: Hey, du hast das gleiche T-Shirt an. Willst du zur Frostcon? Aber okay, Lieblingsbild meiner Frau, weil ich trinke da mal kein Bier. Das war so ein Kurztrip nach Lissabon mit meiner Frau. Man sieht nicht, dass es Lissabon ist, aber ich sage einfach, das ist Lissabon am Belém-Turm, falls sich irgendjemand in Lissabon auskennt. Und ich trinke kein Bier, sondern irgend so was Grünes, Gesundes. Hat ekelhaft geschmeckt übrigens. Und okay. So, aber ich wollte eigentlich bei dem Bild ein bisschen was zu mir erzählen. Ich komme aus Brandenburg. BraLog heißt Brandenburger Linux User Group, falls man das da oben nicht lesen kann. Das ist das Logo von unserer LUG. Brandenburg ist groß. Ich komme direkt aus der Stadt Brandenburg. War schon mal jemand in Brandenburg? Ach, Mensch, grüß dich, Stefan. Dich baue ich jetzt auch gleich noch in den Vortrag ein, fällt mir gerade ein. Okay, also ich komme aus Brandenburg, an der Havel. Ja, okay. Im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler. Ich sage immer meinem Chef, die coolsten Projekte sind also die coolsten Softwareprojekte sind die, wo man Tonnen von Stahl bewegen kann. Also sprich, ich arbeite in einem Maschinenbaubetrieb und wir haben so führerlose Transportsysteme, Hochregallager, Fördertechnik, so ein Zeugs. Und wenn ich da ein Projekt machen darf, das finde ich dann immer am coolsten. Ansonsten so PPS-Software, MES-Software, ERP-Software, so ein Zeugs mache ich auf Arbeit. Meiner Freizeit, das sind jetzt so diese verkrumpelten Bilder, ich wollte mich mal in GIMP ausprobieren, mache ich eben auch genau das Gleiche, bloß mit klein. Und mein Lieblingsthema, wenn ich so ein Hardware-Projekt mache, das sind dann immer komische Uhren. Also man sieht hier drei davon, das ist eine, ist so eine Nix, ist eine Nixie da oben, das ist so eine Oszilloskopuhr. Würde einen Vortrag nochmal geben, wie man diese Zahlen so wunderschön hinbekommt. Und das ist hier so meine neueste Uhr, die ich da gebaut habe. Also so Mikrocontroller-Zeug und so ein Zeugs mache ich privat. Okay, wer kennt sich? Gut, dann wer, jetzt sagt doch einfach mal die Spiele hier. Also mein Lieblingsspiel übrigens, das eine werde ich dann vielleicht, wenn es nachher funktioniert, auch mal starten. Deswegen verrate ich noch nicht welches. Und dann das da rechts oben, das Schachspiel. Das hat eine besondere Bewandtnis. Das ist ein Gameboy-Spiel. Das nennt sich, glaube ich, Schießmaster oder sowas. Und das war auf dem Gameboy gewesen von meinem Sohn. Und der fand das immer nicht gut, wenn ich Schach spielen wollte, weil dann durfte er die anderen Gameboy-Spiele nicht spielen. Also ich habe ihm dann immer den Gameboy geklaut und habe dann Schach gespielt. Ja, erzählt doch mal, was seht ihr hier so für Spiele? Prince of Persia, genau. Wo war das? Mittig, 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 mittig. Da, genau hier. Kennt jemand das hier? Hat jemand Töchter zu Hause? Oder haben das auch Jungs gespielt? Ich weiß nicht. Also meine Tochter hat das immer bis, keine Ahnung, bis wann die das immer gespielt hat. Kennt das jemand? Pokémon, genau. Okay. Also, wie ich sehe, also ihr seid ja auch nicht allzu jung, also zumindest die meisten.
Lemminge, genau, ist auch voll cool. Indie 500 habe ich gar nicht bei. Indie 500 habe ich aber nächtelang als Student gespielt, warum auch immer. Oben in der Mitte. Doom, genau. Ja, okay, also ich merke schon, jeder findet sich da irgendwo wieder. Das hat dann übrigens noch eine besondere Bewandtnis, wenn wir überziehen dürfen. Da erzähle ich nachher noch was. Tetris, ne? Also kennt ja auch jeder, ne? Okay, das sind so die Dinger, auf denen man das gespielt hat. Wer sieht seine Konsole noch? Welche? Oh, der hat's dabei? Zeig mal. Ein Game Boy. Genau. Ich komme aus Brandenburg, also impliziert, dass ich ein Ossi bin. Kennt jemand das Ding hier? Echt nicht? Oh, ich bin enttäuscht. Also nannte sich in der DDR Z1013. War übrigens mein allererster Computer gewesen. Cool war an dem Ding, man hat wirklich nur diese Platine dort bekommen. Und ich habe ja auch so ein Dings hier, fällt mir gerade ein. War im Prinzip ein Z80 in der Endausbaustufe, hatte der 64 Kilobyte RAM. In der DDR gab es nicht einen Schaltkreis dafür, das ist hier die RAM-Bank. Und musste man an Fernseher anschließen, aber das kennt man ja auch vom C64 und diesen ganzen anderen Dingern, die da von früher sind. Und hatte dann so eine geile Folientastatur, also die war so groß und hat nie funktioniert. Also das Erste, was man, wenn man sich so eine Platine da gekauft hat, war übrigens schweineteuer, 3000 Ostmark. Das Erste, was man gemacht hat, erstmal eine vernünftige Tastatur rangebaut. Dann hat man dann irgend so einen Bürocomputer ausgeschlachtet. Hört sich jetzt bescheuert an, aber Bürocomputer hat man auch in der DDR gehabt und hat die dann für seinen eigenen benutzt. So, aber jetzt noch eine Quizfrage, mit der ich jetzt wahrscheinlich punkten kann, weil bei denen kennt jetzt mit Sicherheit keiner mehr. Was ist das hier? Wie bitte? Der da? Nee. Ja, ich habe letztens gelesen, sowas Ähnliches gab es auch bei euch im Westen. Nannte sich LC80, war LC80 heißt Lerncomputer, also auch auf dem Z80-Basis und hatte nur ein Kilobyte RAM und hatte hier eine 7-Segment-Anzeige, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, da an der Stelle irgendwo so eine 6-stellige 7-Segment-Anzeige, glaube ich, und man musste den Hexcode über diese Tastatur eingeben. Voll cool. Die sind Goldstaub. Also wenn noch mal jemand irgendwo was auf dem Müll findet, die kann man super bei eBay verkloppen. Ich habe leider meinen zu früh verkloppt, habe aber immerhin 250 Euro dafür bekommen für das Ding hier. Also die sind wirklich rar. Gut, ansonsten kennt sich jeder, glaube ich, aus. Wir machen Retro-Computing und Retro-Gaming heute ein bisschen. Oder wir erzählen ein bisschen darüber. Die Dinger gehören natürlich genauso dazu. Also bei einem Flipper, oder fangen wir mal hier an, bei so einem Ding sieht man es ja vielleicht noch ein, da ist ein Bildschirm, da auch ein Bildschirm, da hat sogar zwei Bildschirme. Über den erzähle ich gleich noch was, hat wieder mit der DDR zu tun. Aber bei einem Flipper sieht man es vielleicht nicht ganz so ein. Also auch in einem Flipper ist meistens oder sehr, sehr häufig ein Computer drin. Also redet man irgendwo über Retro-Gaming, Retro-Computing. Okay, da ich ja jetzt hier im falschen Bundesland bin, auch in der DDR gab es Arcade-Kabinetts. Das ist eins. Oder das ist das Einzige, was hergestellt wurde. Also, der einzige Typ, der hergestellt wurde. Jetzt richtig? Also nannte sich Polyplay, da oben steht's. Ich habe extra ein Bild rausgesucht, wo man es auch lesen kann. Man musste sogar Geld reinstecken aus Alu und letztendlich war da auch ein Z80 drin und waren übrigens auch coole Spiele. Hm? Ja, okay. Aber wieso? Grenzen waren noch offen. Also man hat auch Originale bekommen, so ist nicht. Aber ja, klar, U880 war der Pendant in der DDR beziehungsweise K155 bla QR weiß ich aus Bruderstaat. Okay,
Gut. Retro. Also Retro heißt irgendwo rückwärts und ist lateinisch. Also jetzt kommen so die wissenschaftlichen Folien und danach plaudern wir ein bisschen weiter. Ja. Retro-Computing meint im Prinzip, dass das Nutzen und auch das Erhalten, das ist auch ganz wichtig bei der ganzen Geschichte von alter Computertechnik und Computertechnologien. Also da haben sich sehr, sehr viele Vereine engagieren, sich sammeln altes Zeug und alte Computer und spielen, glaube ich, gar nicht mal mit denen rum, weil die sind ja viel zu schade dafür. Aber reparieren die und halten die am Leben. Das ist eigentlich mit Retro-Computing gemeint. Und Retro-Gaming bezeichnet mehr oder weniger das Spielen, von alten Computerspielen, von alten Videospielen. Also auch sehr wohl gibt es, das habe ich irgendwo falsch gedrückt, cool. Was wollte ich sagen? Achso, ich wollte einmal zurückblättern. Hierfür gibt es auch Emulatoren, ne? Also für diese Dinger, für diese Arcade-Spiele. Und deswegen steht da auch Videospiele. Also Retro-Gaming ist im Prinzip dieses Spielen mit alten Computerprogrammen, mit alten Computerspielen und Videospielen. Ältere, das ist dann so eine komische Definition. Ich habe es ja dann irgendwo mal, habe ich da mal sowas gelesen, wie so seit, als dann so diese Hochleistungsgrafikkarten aufkamen, das war so Mitte der 90er Jahre, dann war es nicht mehr Retro. Also mit älter ist eigentlich gemeint, so die Zeit davor, wo man vielleicht noch so eine große Videokarte hatte, keine Ahnung, mit einem Kilobyte Videospeicher und wo man nicht irgendwelche Bitcoins auf den Videokarten oder auf den Grafikkarten rechnen konnte. Fragen bisher? Also das war jetzt schon mal eine wissenschaftliche Folie. Fragen werden angebracht, wenn es jemand nicht verstanden hat. Okay. Also was erzähle ich halt ein bisschen? Also jetzt fängt der Vortrag an. Wir werden ein bisschen was über Emulatoren erfahren, aber auch nicht allzu viel. Dann ein paar rechtliche Aspekte, auch nicht so viel. Und dann werde ich ein paar, naja gut, das werden wir einfach sehen. Wo ich mich am meisten drauf freue, ist eigentlich das hier drunter. Das letzte, das müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Okay, Emulatoren. Auch irgendwie lateinisch. Ich hatte übrigens nie Latein in der Schule gehabt, das ist alles nur aus Wikipedia abgeschrieben. Wer hatte Latein in der Schule? Stimmt das, was da auf Wikipedia steht? Also Nachahmen heißt das, Emulatoren oder Emulator. So, und man unterscheidet jetzt zwei Formen von Emulatoren. Das eine ist Hardware-Emulator. Der bildet im Prinzip ein System in Form von Hardware nach. Das klassische Beispiel ist das, was jetzt hier in Klammern steht. Ups. Diese Steckkarte. Also es gab ja irgendwann, ich hatte letztens mal so eine Dokumentation über Steve Jobs mal wieder gelesen. Ich glaube, der hatte irgendwann wieder so Todestag, Jubiläum gehabt. Oder wie nennt man das? Das Jubiläum hört sich so positiv an. Aber egal. Und da kam dann diese Szene wieder, wo Bill Gates zu Steve kam und hier ihm eine Karte da auf den Tisch knallte und sagte, steck die da in deinen Macintosh rein und dann können wir DOS machen. Also Microsoft-Software abspielen. Und das ist im Prinzip eigentlich ein Hardware-Emulator. Ne? Also Muttersystem war ein Macintosh gewesen und auf dieser Karte, keine Ahnung, was jetzt da drauf war, wahrscheinlich ein 186, also ein 80-186 oder keine Ahnung, was da drauf war, oder ein 8080, war im Prinzip Hardware und konnte, ja, du weißt es? Doch, es ist eine Hardware-Emulation. Ja, aber nicht der Macintosh. Der Macintosh. Ja, nee, stopp. Man muss jetzt differenzieren. Mit Hardware-Emulatoren sind wirklich, ist die Hardware gemeint, auf der dann auch der Bytecode richtig läuft. Ohne eine Software-Schicht oder sonst was dazwischen. Der nächste Punkt wird jetzt was anderes gleich sein, bevor noch ein paar Bilder kommen. Aber
Da ist im Prinzip eine CPU drauf gewesen, die den Original-DOS-Code von Microsoft abspielen konnte. Also sprich, irgendeine Intel-CPU, ich weiß jetzt nicht welche. Ja. Jetzt bist du dran, Stefan. Er hat mich auf die Idee gebracht, so einen Schwachsinn da zu bauen. Ist ein Hackaday-Projekt. Kennt jemand nicht Hackaday? Ist so eine Seite für komische Nerds zum komisches Bauen und sich angucken, was andere Leute für Schwachsinn sich einfallen lassen. Die Geschichte war aber voll cool gewesen, deswegen habe ich dann auch zu Stefan gesagt, ja klar, bauen wir. Ist auch ein Z80 drauf. Also hier ist ein, halt, ich habe ein Bild. Hier ist ein Z80. 64 Kilobyte RAM. Ein Atmega drauf und noch ein bisschen EEPROMs. So, aber die wichtigsten Komponenten sind im Prinzip dieser Z80-Rechner, also diese Z80-CPU und der RAM. Und der da emuliert dieses ganze I.O.-Gedönse. Also noch viel komplizierter, der hat sogar die Firmware drauf, oder also den Bootloader zum Beispiel, den er hier braucht, um irgendwas hochzufahren. Also die Peripherie hochzuziehen oder so eine Geschichte. Oder die I.O.-Befehle, die er hier generiert, also was weiß ich, gebe aus auf Adresse irgendwas bei 42, keine Ahnung, fängt er wieder auf, also der hängt auf dem Adressbus und auf dem Datenbus und gibt die dann eben halt über, in dem Fall vielleicht über die serielle Schnittstelle oder man kann hier auch noch anderes Zeug ranbauen, über ein Schieberegister oder irgendwas. Two-Wire-fähig ist das Ding auch noch. Diese EEPROMs hängen zum Beispiel Two-Wire-mäßig dran. Ja. So, und das ist für mich auch ein Hardware-Emulator, weil hier kann man ohne den Bytecode zu verändern, also den wesentlichen Bytecode, also ein paar IOs musste der Junge, der das da programmiert hat, schon noch ändern, damit das dann auch wirklich auf dem hier wieder landet. Aber letztendlich kann ich da zum Beispiel ein Original-CPM ablaufen lassen. Ja. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Hardware-Emulator. Es ist ein Z80, CPM wurde zum Beispiel, weiß übrigens jemand, was nicht CPM, was weiß jemand nicht, was CPM ist? Zeige ich euch gleich. Das ist ein Betriebssystem. ich habe eine Demo vorbereitet über CPM, aber nicht besonders. Aber mal schauen wir mal, ob das lustig wird. Ja, also ich kann ohne den Bytecode zu ändern, ohne den Maschinencode zu ändern, hier CPM drauf laufen lassen. So, und diese beiden EEPROMs sind im Prinzip die Diskettenlaufwerke. Er setzt jetzt im Prinzip. Der Admin setzt im Prinzip die Disk-Aufrufe, also das sind ja auch nichts weiter als I.O.-Aufrufe, setzt da um in Two-Wire und dann wieder zurück und so eine Geschichten. Das sind jetzt hier zwei Diskettenlaufwerke. Ein so ein Chip ist eine Diskette mit 128 Kilobyte. Mehr konnte CPM2, glaube ich, nicht verwalten. Ja. Gut, also das ist auch ein Hardware-Emulator. So, und jetzt kommen wir zu dem Unterschied. Es gibt auch natürlich Software-Emulatoren. So, und da ist eine Zwischenschicht drunter, also dazwischen, zwischen der Host-CPU und dem Maschinenprogramm oder dem Maschinencode, in der das Spiel mal irgendwann kompiliert wurde oder geschrieben wurde oder was auch immer gemacht wurde. So, und das nennt man Software-Emulatoren. Also sprich, es wird ein Programm oder ein Gerät in Software nachgebildet. Ja. Guckst du skeptisch? Warum? Warte. Wenn wir jetzt hier diskutieren, dann machen wir jetzt hier mit richtig. Sorry, dass ich da so hartnäckig bin. Ich glaube, das Mikro tut nicht, aber. Er zumindest, glaube ich, kriegst du es auf den Stream. Ist drauf, wie dem auch sei. Hardware-Emulation. Du hast da eine Karte in deinem Mac und da ist ein PC drauf, weil du einen PC. Ja. Ich habe Hardware drin. Du emulierst ja nicht den PC, sondern der PC ist da. Das ist ja die Karte, die da drin steckt. Das ist ja ein vollwertiger PC. Aber in Hardware. Okay. Aber in Hardware. Ich kann ja genauso auch ein CPM oder irgendwas anderes Betriebssystem, was nicht für einen Z80 geschrieben wurde oder für diese CPUs, die heutzutage da drin sind, nicht einfach auf einer anderen CPU laufen lassen. So. Entweder brauche ich einen Emulator, entweder einen Software-Emulator, dann habe ich im Prinzip eine Zwischenschicht zwischen Hardware und dem eigentlichen, oder ich habe einen Hardware-Emulator, ich habe diese CPU schon da, wo das Ding lauffähig ist. Ja?
Und letztendlich, das Ding ist ja zum Beispiel sowas. Ja? Also das, da kann ich original Z80-Code drauflaufen lassen, ohne da irgendwas anzufassen, ohne ein Stückchen Software dazwischen zu haben. Jetzt kommen doch ganz viele Fragen. Ich gebe mal jetzt einfach rum. Ich will mal eher dazu sagen, bei dieser Karte, die in den Mac reingesteckt wurde, wurde immer auch noch Hardware vom Mac benötigt, damit das Ganze läuft. Das heißt, nur die reine Programmausführung lief dann auf der Karte. Also zum Beispiel für die Darstellung wurde wieder der Macintosh benötigt. Genauso auch für die zur Verfügungstellung von Daten oder für den gesamten I.O.-Bereich wurde der Mac benötigt. Insofern ist, denke ich mal, Hardware-Emulation schon insofern korrekt, weil nur ein Teil im Grunde genommen der Auswertung oder des gesamten Prozesses Computer auf der Karte lief. Hinter dir, zwei Reihen, drei Reihen, gibt es noch eine Wortmeldung? Ich bin mal so frech und dirigiere jetzt einfach mal das Mikro hier. Ich glaube, der Unterschied ist nicht wirklich technisch, sondern wir müssen definitorisch hier vorgehen. Um eine Hardware-Emulation zu sein, muss es halt ein Gerät sein, was eben keiner Klasse angehört, die beliebig aufgefüllt werden sein kann. Zum Beispiel ein PC. Zu dem Zeitpunkt, wo Bill Gates das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, ob es nur ein PC gab von IBM oder ob es schon mehrere gab. Ja? Da kann man sich drüber streiten, ob das Ding jetzt ein PC war oder nicht. Wenn das aber heißt zum Beispiel ein ZX-Spectrum-Emulator und der wird mit anderer Hardware aufgebaut, das ist ein Hardware-Emulator, ganz einfach, weil es kein ZX-Spectrum ist. Ja. Habe ich mich verständlich gemacht? Ja, ist okay. Ich finde es cool, dass wir darüber diskutieren. So sollte es auch heute ein bisschen sein, also dass wir so ein bisschen... Wie bitte? Was ist der Unterschied zum Klon? Ich würde sagen, dass es gar nicht so einzusetzen ist. Also die Frage war, was ist der Unterschied zum Klon? Die Antwort war, es ist keine 1-zu-1-Übersetzung. Okay, wo ist das Mikro? Okay, machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Wir können ja noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielleicht habe ich noch irgendwelche ketzerischen Dinge irgendwie. Okay, doch vielleicht jetzt, weil, ach so, gut, jetzt noch nicht. Die Folien habe ich letztens noch mal geändert, deswegen wusste ich jetzt nicht, dass die dazwischen kommt. Ja, das sind jetzt hier so typische, also Hardware-Emulator hatte ich jetzt zwei Beispiele gehabt, eins, was ich mal selbst gebaut habe. Da gibt es übrigens noch eine zweite Version von diesem Z80-Dingens da, was noch viel cooler ist. Da hatte ich schon mal Leiterplatten bestellt, die muss ich bloß noch aufbauen. Hat jemand schon mal Leiterplatten bestellt für 16 Dollar in China? Wie krank, bitteschön, ist das? Also Entschuldigung, passt jetzt nicht zum Thema, ja? Aber ja, ich, also vor 3 Wochen, keine Ahnung, ich hatte dir, glaube ich, eine Mail geschrieben, weil ich noch gefragt habe, bei welchem Anbieter, er sagt da JBPSB oder irgend sowas, keine Ahnung, guck mal da, so, dann gucke ich da, 10 Leiterplatten, 5 Dollar. Und Lieferung in 3 bis 5 Werktagen. Aber man muss jetzt wissen, das ist am anderen Ende der Welt, ne? Da unten da, so wenn man so einmal um den Globus fährt. Und ja, Sonntagabend bestellt, kurz vorm Tatort. Ich bin schon älter, deswegen gucke ich immer Tatort mit meiner Frau. Kam dann freudestrahlend runter zum Tatort und sagte, du, ich habe was bestellt, mal gucken, ob es in 3 Wochen da ist. Ja, Pustekuchen. Am Mittwoch war es da. Wie krank ist das? So, und ich habe 16 Dollar bezahlt, aber das Billigste daran waren, also das Teuerste daran waren die Versandkosten. Die haben 10 Dollar gekostet, wenn das andere 5 Dollar. Aber das ist doch total bescheuert, oder? Gib doch mal einfach zu. Und vor allen Dingen, wie die mit Flugzeug oder mit einer Rakete geschossen haben, keine Ahnung. Also, die haben zwei, also ich habe noch eine Mail gekriegt am Montagabend, du, deine Leiterplatten sind fertig, wir schicken sie dir dann. Und am Mittwoch machen sie im Briefkasten, also total bekloppt. Für 16 Dollar. Wenn ich in Deutschland bestellen würde, dann sind das, glaube ich, mindestens 5-mal so viel oder 10-mal so viel, keine Ahnung. Gut, aber das nur außer der Reihe. Ich habe mal ein paar Software-Emulatoren mal hier so aufgelistet. Retro-Computing, ja, da oben ist wieder geschuldet, dass ich woanders herkomme. Also so alte DDR-Computer, KC nannte sich, glaube ich, Kleincomputer, wenn mich nicht alles täuscht. Hier der Z80, Bild davon habt ihr gesehen vorhin. Ja, und dann das andere Zeug da, so C64. Ich habe mal so ein Beispiel immer so als Emulator, was es da so gibt. Es gibt immer unzählige, und wo man die findet. Und zwei probieren wir jetzt aus. So, wer kannte jetzt CPM nicht? Okay.
Bin schon ein bisschen älter. Und CPM, also auf diesen KCs oder also diesen Z1013 gab es keine Betriebssysteme. Das nannte sich dann immer so Betriebsprogramm, also oder irgend sowas. Also letztendlich nur die Hardware ansteuern, eine Bildschirmausgabe und von Kassette einlesen können. Achso, und eine Adresse anspringen können und da, wo das Programm anfängt. Ne? Beim Z80, glaube ich, oder beim KC oder Z1013 war es immer die Adresse 100 gewesen. Da musste man hinspringen und dann lief das Programm ab. Keine Ahnung, ob es beim C64 auch so war. Hatte ich nicht. Was wollte ich erzählen? Achso, so und CPM, das war so das erste Betriebssystem, mit dem ich in Berührung kam. Lustigerweise durfte ich da als People, da war ich so 14 Jahre, 13 Jahre, mal in den Betrieb von meiner Mutter. Und die hatten so ein, achso, kennt ihr auch nicht, ein KC1715, das war so ein Bürocomputer gewesen. Ich habe das Bild wieder rausgenommen, es war mal drin. Auch ein Z80-Rechner. Und da lief CPM drauf. So, und das war im Prinzip so das erste Betriebssystem, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Und ich habe, sieht man mich? wenn meine Maus funktioniert, aber ich habe ja hier noch was anderes. Halt, jetzt ist sie da. So ein Emulator mal aufgetrieben. Cooles Projekt übrigens, RAN CPM nennt sich das Ding. So sieht's aus. Man bootet es von Diskette normalerweise. Also es dauert so eine Minute, bis das Ding da durchgesägt wurde. Die Diskette meine ich jetzt. Und es werden auch drei Teile geladen. Ich glaube, ein BIOS, ein BDOS und ein CCP, glaube ich, nennt das. Das ist der Kommandoparser. Also drei Komponenten. Aus drei Komponenten besteht CCP. Was habe ich gesagt? CCP, ne? Also, weil ich da gerade die Meldung da oben sehe. Das ist der Kommandoparser im Prinzip. So, und es dauerte so ein, zwei Minuten, bis so ein Ding da hochfährt. Aber man konnte Programme damit ausführen, die auf einer Diskette sind. Ja, und voll cool. Also, es gibt sogar einen DIR-Befehl. Man staune. Das ist jetzt so die Betriebssystem-Diskette, wobei da aber auch viele Komponenten von diesem RAN-CPM mit dabei sind. Letztendlich gab es eigentlich nur 4, 5 Befehle im CPM selber. DIR zum Beispiel ist, glaube ich, so ein Befehl, der im CPM war. Und ansonsten gab es noch eine Handvoll Serviceprogramme, wie zum Beispiel STAT. STAT, da kann man sich angucken, genau, wie groß die Diskette gerade ist, auf der man ist oder so. Wie auch immer. Ein MBASIC gab es zum Beispiel auch, einen BASIC-Interpreter. Der wurde immer mitgeliefert, auch in der DDR, der nannte sich dann bloß anders. R-Basic, glaube ich, aber kam die gleiche Aufschrift, wenn man den gestartet hat. Nächste Frage, Turbo Pascal. Kennt das noch jemand? Kennt ihr auch noch Turbo Pascal 3.0? Okay. Also ich habe jetzt ein paar mehr Disketten so virtuell, ja. Also CPM, ich kann leider nicht hochmachen. Ja, Ctrl-L geht gar nicht, geht zurzeit nicht. Ich bin in der Emulation drin und tut mir leid. Sieht man es? Nee, ne? Da unten ist gerade der Cursor. Machen wir erst ein DIR. Da ist das Turbo Pascal. Und wenn man das jetzt startet, voll cool. Da muss man erst noch sagen, ob man die Error-Messages haben möchte, wenn man kompiliert, und möchte man sinnvolle Fehlermeldungen haben oder möchte man nur komischen Byte-Adressen irgendwas Fehlermeldungen haben. Damit konnte man sich RAM sparen, weil so ein Rechner hat ja nur 64 Kilobyte RAM. Also man staune, ja, oder man freue sich, dass es auch mal Computer gab, die coole Dinge machen konnten mit 64K RAM. Ja, und deswegen konnte man beim Turbo Pascal zum Beispiel entscheiden, will man die die Fehlermeldungen haben, wenn man kompiliert, oder möchte man nur kryptische Zahlen haben. Ich mache jetzt mal Nein. Genau, 8 Kilobyte ungefähr hat das gekostet, wenn man das mit reingeladen hat. Und 8 Kilobyte, ich weiß nicht, ob es jeder sieht,
Hier ist jetzt gerade die freie Anzahl von RAM noch angegeben. Also man hat jetzt nur 27K frei für das Programm. Den Rest hat sich der Compiler und die Umgebung gerade geklaut, ja, von den 64. So, man konnte editieren, es war sogar ein Screen-Editor gewesen, also man musste nicht so zeilenmäßig irgendwie was Komisches eingeben. Wie er es genannt? Ich habe vorhin mal schnell zusammengeklimpert. Das da. So sieht Pascal aus, wer es noch nicht kennt. Ein Vierzeiler plus Leerzeile. Und ich habe diese Emulation jetzt gerade, oder man konnte noch den Compiler so einstellen, dass er auch wirklich auf Pfeiltasten reagiert. Das habe ich jetzt hier für die Version, die ich jetzt hier gerade drauf habe, noch nicht gemacht. Also man muss jetzt, wenn man wirklich eine Zeile runter will, zum Beispiel Ctrl, glaube ich, X drücken. Und Ctrl D nach rechts und so weiter und so fort. Man kann es aber auch einstellen, dass es vernünftig ist. Wie kommt man raus? Also, achso, ja, jetzt die Quizfrage, wo es keinen Preis gibt. Wie kommt man hier wieder raus? Bitte? Ctrl K und dann D. Cool. Stimmt. Kennst du WordStar? Ja, weil. Genau, also weil. Ja, die Brücke wollte ich jetzt gerade schlagen, weil mein Lieblingseditor ist auch Joe, weil ich habe hiermit angefangen zu programmieren und meine Diplomarbeit vor keine Ahnung wie vielen Jahren, kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, habe ich im WordStar geschrieben. Deswegen sind diese Tastaturkommandos noch bei mir auch noch präsent. Also Ctrl-KD kommt man wirklich raus. Ctrl-KK, Ctrl-KB. Man markiert einen Block mit Ctrl-C. Das funktioniert dann tatsächlich. Kann man den Block kopieren und also eine Geschichte. Also das sind dann Ctrl-Y ist, glaube ich, Zeile löschen. Ne? Ctrl-Y ist Zeile löschen. Also wenn man das einmal mal gelernt hat, dann hat man diese Kommandos intus und Borland war so nett damals gewesen, genau diese gleichen, vielleicht war das mal ein Standard, ich weiß es nicht. Und jetzt die Brücke zu Joe, deswegen benutze ich zum Beispiel auch Joe, ja, weil diese Kommandos sind immer noch irgendwie eingebrannt da hinten irgendwie und man kann es nicht löschen. Gut, also machen wir. Gut, ja, wiederhole ich jetzt nicht alles. Okay, ich bin jetzt rausgegangen. Das Einzige, was jetzt in dieser Emulation nicht funktioniert, man kann auch, also dass es funktioniert, also man kann Compile machen, dann hat er es gerade kompiliert. Geht natürlich jetzt hier rasend schnell, ne? Auf so einem anderen Rechner würde es langsamer gehen. Und mit R, also wie ran, kann man auch tatsächlich dieses Programm ablaufen lassen und man kann jetzt wird es gleich abstürzen, auch noch sagen, dass er das zum Beispiel in einen Execute, also als Datei, als Executed-Datei generiert, also als COM-Datei. Ich glaube, jetzt ist er dann abgestürzt, genau. Nö. Also wenn ich es jetzt kompilieren würde, als COM-Datei, dann würde er jetzt der hier gerade abstürzen. Gut, es gab aber auch Spiele unter CPM. Gehen wir mal raus aus Turbo Pascal. Kennt irgendjemand eins der Spiele außer da, wo Chess steht? Ja. Ich kann sie leider, außer Chess kann ich nicht... funktionieren die hier dummerweise jetzt gerade nicht? Müsste ich auch noch ein bisschen mich glaub, mit Escape-Folgen beschäftigen oder irgend sowas. Kennt irgendjemand eins von denen? Echt nicht? Und die CPM kannten? Auch nicht? Also Schach ist klar. Das ist ein Tetris. Und das hier ist so ein Jump-and-Run-Spiel. Da muss man irgendwie so Leitern hoch und runter klettern in verschiedene Ebenen. Und so eine Geschichten. Gut. Also Ladder kann ich gerade nicht spielen, Quarte ist auch nicht. Chess könnte ich jetzt mal starten. Ist doch cool, oder?
So, was ist Ihr Zug? Machen wir mal E2 als Standardöffnung, E4. Ich finde es cool. Also man muss immer ein Schachspiel bei haben. Also, aber man hat jemanden, der es ausrechnet. Also der Gegner rechnet sich dann selber aus. Okay, gut. CPM. Gut, noch jemand eine Frage dazu? Zu CPM? Jetzt sowieso nicht mehr, weil ich es zugemacht habe. Was? Es war mir zu mühsam, da mal eine Partie durchzuspielen, weil ich immer die Zahlen und die Buchstaben eingeben musste. Gebe ich jetzt ehrlich zu. Es gibt aber, Sargon nannte sich das, glaube ich, das hat dann so eine Bildschirmgrafik schon generiert und man konnte, glaube ich, dann mit den Pfeiltasten und der Enter-Taste hin und her ziehen. Kann ich jetzt gerade nicht vorführen, weil irgendwie die Terminal-Emulationen, die ich hier drauf habe, die wollen immer nicht mit dem Zeug, wie die Dinger da kodiert sind. Sonst noch eine Frage zu CPM? Ja, warte mal, ich gebe jetzt doch ein Mikro wieder. Kommt vielleicht noch beim Thema Lizenzen, aber ist das ein Original-CPM oder ein CPM-Klon? Das war ein Original-CPM. Digital hat das freigegeben, sogar die Quellen. Und kann man sich auch runterladen und ist auch manchmal ganz interessant. Ich habe einmal reingeguckt, dachte mir, wobei es aber zu 99%, glaube ich, in Assembler geschrieben ist, das ganze Zeug. Aber es ist schon eine coole Geschichte, das Zeug. Und man muss sich immer vor Augen führen, ja, die Hardware, die man da zur Verfügung hatte, 64K, ja, und das Betriebssystem durfte ja nicht allzu viel von dem Speicher in Anspruch nehmen, sondern weil ein Betriebssystem, wo ich dann keine Programme mehr starten kann, ist ein bisschen sinnfrei. Ne? Also waren schon coole Leute damals gewesen, fand ich. Ja, aber die Quellen sind frei und man kann sich es auch frei runterladen, das Zeug. Auf der Folie stand jetzt noch, ich wollte DOSBox machen, ne? Okay, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, wenn ich es dann finde. Vorhin hatte ich, als ich auf der Couch saß, hatte ich coolen Sound gehabt. Mal sehen, ob man den hier auch hören kann. Ich habe übrigens noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man High-Performance-PC anwählt. Und ich mache es jetzt auch nicht. So, wer kennt's nicht? Also damit, das haben wir zu Studentenzeit, haben wir das nächtelang ausprobiert und gespielt und gemacht und getan. Also das ist jetzt, hier ist drunter, ist eine DOSBox. Wenn man seinen PC direkt vernünftig konfiguriert hat, dann reicht auch ein Doppelklick da drauf. Und ansonsten per Kommandozeile. Ich habe noch ein bisschen an der Bildschirmgröße rumgespielt. Ich will es jetzt nicht größer machen, weil dann seht ihr nichts mehr. Den Effekt hatte ich im März gehabt, als ich den gleichen Vortrag in Chemnitz gezeigt habe, dann ist Bild weg. Ja, also ich kann dann noch weiterspielen, aber für euch wäre es dann, glaube ich, langweilig. Der Sound ist voll cool, ja. Gut, also DOSBox, okay. So, jetzt, ohne dass man den Rechner halt, Escape. Da ist jetzt DOS. Was? Okay, lass mal. Ja, ein paar Anpassungen muss man schon machen, sonst läuft's nicht. Okay. Mach ich. Na?
dann nicht. So, jetzt werden wir uns wahrscheinlich gleich wieder streiten. Virtuelle Maschinen sind keine Emulatoren. Jetzt mal nur so zur Abgrenzung, um wieder den wissenschaftlichen Part in diesem Vortrag Genüge zu tun, sind wirklich keine Emulatoren, weil die Abgrenzung ist ja im Prinzip, ich benutze die Host-CPU und ich kann damit im Prinzip nur das ablaufen lassen, was auch nur auf dieser CPU laufen würde. Ja? Also ich reiche im Prinzip in einer virtuellen Maschine den Bytecode direkt auf die Host-CPU. Ja, und deswegen sind VMs, also virtuelle Maschinen, keine Emulatoren. Man könnte jetzt sagen QEMU, aber QEMU, er sagt ja schon, der Name ist eigentlich dann wieder ein Emulator. Ja? Okay, Fragen bis hierher? Habe ich eigentlich meine Brille gelassen? Ich sehe gar keinen mehr. So, rechtliche Aspekte. Weil irgendwoher muss ja das Zeug kommen, was man da irgendwo in diesen Emulatoren ablaufen lassen möchte. Also erstmal, ich will keinen animieren, jetzt hier Gesetze zu brechen. Schade ist, zweiter Punkt dort, keiner dieser Spielehersteller oder sehr, sehr wenige nur, bieten das wirklich zum legalen Download an. Man würde sich ja vielleicht auch nochmal Lemmy kaufen. Also wenn es dann so 10 Euro kostet, voll cool. Meine Tochter hat mich angeguckt, was sind das da für komische Spiel, diese verpixelte. Und dann hat sie aber doch 3 Runden gespielt und hat sich gefreut, weil es doch cool war. Also man würde ja vielleicht das ein oder andere Spiel auch kaufen, wenn es dann das zu kaufen geben würde. Es gibt natürlich, wenn man jetzt im Internet nach Lemminge sucht oder nach Indie 500 oder was auch immer, was man da so für ein Lieblingsspiel hat, Prinz of Persien oder irgend sowas, ganz, ganz viele Downloadportale, die allerdings wirklich rechtlich fragwürdig sind. Das Interessante, ich habe dann irgendwann mal doch noch mal ein paar Artikel zu diesen rechtlichen Aspekten gelesen, damit ich nicht allzu viel Blödsinn heute erzähle. Man selber macht sich gar nicht strafbar, sondern eigentlich nur der Betreiber. Aber trotzdem ist das irgendwo eine Grauzone. Ja? Und der einzige legale Weg eigentlich zumindest in Deutschland ist, es gibt das Recht auf eine Sicherheitskopie. Dazu muss man aber im Prinzip der rechtmäßige Besitzer des ROMs, der Diskette, der keine Ahnung oder sonst was sein. Also da den Datenträger, wo das Zeug drauf ist. Dann hat man das Recht, eine Sicherheitskopie zu machen. So, aber eine Sicherheitskopie ist keine Privatkopie, wie man sie vielleicht bei Musik-CDs kennt. Ja, also, weiß nicht, kennt jemand den Begriff Privatkopie? Da ist im Prinzip, wenn ich mir eine CD kaufe, dann kann ich mir die einmal sichern, klar. Aber ich kann sie auch im geringen Rahmen oder in einem kleinen Rahmen auch einem Kumpel von mir, naja, ein Kumpel ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen schwierig, aber es muss ein guter Freund sein oder meiner Frau oder meinen Kindern, also das nennt man Privatkopie. Und wenn man da, ich weiß nicht, ob es da eine Zahl gibt oder irgend sowas, aber das ist dann für diese Geschichte nicht die Sicherheitskopie. Hat da jemand Erfahrung gemacht oder wurde schon mal jemand angeklagt deswegen? Also ich finde es eine schade, eine doofe Geschichte, weil so ein paar Spiele sind schon cool und ich würde sie auch vielleicht gegen einen gewissen Obolus auch rechtlich okay erwerben. Das ist jetzt hier ohne Sinn, diese Geschichte. Ich will damit nur einfach sagen, so ein ROM, ja, wie liest man den aus, wenn man so eine Cartwright hat? Es gibt da die verschiedensten Methoden. Es gibt sogar kommerziell vertriebenes Zeug. Oder man ist Bastler, wie so. Manchmal sieht es auf meinem Basteltisch auch so aus. Aber es ist nicht von mir. Also es gibt auch technische Möglichkeiten, zum Beispiel so eine ROMs auszulesen. Bloß da ist dann auch schon wieder fraglich, wenn da irgendwelche Sicherungsmechanismen sind, bewegt man sich auch schon wieder in einer Grauzone bei der Sicherheitskopie. Also alles ein bisschen doof. Und jo, es gibt aber auch legale Quellen. Also es gibt diese sogenannte Homebrew-Software. Und da gibt es wirklich geile Spiele, habe ich hier. Ich habe auch mal so ein paar Adressen, wo man da so eine, also gute Ausgangspunkte für so eine Suche von so einem Spiel. Also da gibt es wirklich tolle Spiele, die Leute für Konsolen, für irgendwelche alte Hardware programmieren.
und selber schreiben, die sind meistens Open Source. Und dann gibt es auch diese sogenannten Fangames. Also man findet bestimmt auch Lemminge, die nicht Lemminge heißen, aber so ähnlich aussehen und sich auch so komisch bewegen als Fangame. Also irgendwie nachempfundene kommerzielle Spiele findet man, sind vielfach auch Open Source. Kennt noch jemand andere Quellen, wo man so ein Zeug herbekommt? Warte. Ja, GOG bietet manchmal auch alte Spiele an, die dann komplett DRM-frei sind für einen günstigen Preis und die sind meistens auch dann kompatibel mit Windows 10. Genau, warte, hieß. Ah, jetzt muss ich doch noch ja, Sport machen. Das Internet Archive, archive.org, hat eine eigene Sektion für PC-Spiele und ähnliches, teilweise mit einem Emulator, den man im Browser sogar benutzen kann, um sie zu spielen. Die habe ich auch schon gesehen, ja. Aber ist da natürlich nicht so cool, so im Browser so. Du kriegst die Images dort auch, also du kannst sie dir. Ach so, okay. Okay. Gut, aber da muss im Prinzip jeder so seine eigenen Erfahrungen machen. Also ich gebe auch zu, ich gehe auf so eine komischen Seiten, weil. So die ganzen ROMs, die ich da habe oder irgendwo auf Platte habe, die hatten meine Kinder alle teilweise nicht gehabt. Okay. Gut. Jetzt schon. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Aber ich habe ja Open End, ne? Also wer gehen möchte und ein Bier trinken möchte, geht dann nachher einfach, ja. Ich habe vielleicht noch ein, zwei lustige Geschichten. Jetzt kommen wir mal zu was Praktischen. Also man kann auch so eine Emulatoren zum Beispiel auf smarter Hardware, doch jetzt wieder smart benutzt, auf smarter Hardware, also wie so ein Raspberry benutzt, gibt es Distributionen, die man da drauf lassen kann. Was braucht man hardwaremäßig dazu? Also ein Raspberry ist klar, plus ein Netzteil plus eine SD-Karte und wenn man das nicht so wie bei einem Nerd aussehen lassen möchte, dann vielleicht auch noch ein cooles Gehäuse dazu. Der Freund von meiner Tochter, dem musste ich sowas auch mal bauen. Also der hat keine Ahnung von Hardware und komischen Zeug, aber er hat gesagt, du Uwe, stell mir mal sowas zusammen und mach mal auch eine SD-Karte fertig. Und ich hatte ihm auch alles besorgt, bis aufs Gehäuse. So, und dann hat er bei irgendeinem komischen, keine Ahnung, wo er das Zeug hergekriegt hat, ein Holzgehäuse sich schicken lassen. Schick gebrannt mit Ornamenten und Applikationen drauf. Ich fand das so niedlich. Ja. Also da gibt es die verschiedensten, aber er hat auch ein Schweinegeld dafür bezahlt. Ich glaube 25 oder 30 Euro fast für dieses Ding. Also es reicht auch so ein Gehäuse für 5 Euro, so wie das hier zum Beispiel. So, was braucht man noch? Man braucht natürlich das Werkzeug zum Spielen. Also so eine Gamepads, Joystick. Bei einem Raspberry empfiehlt es sich, dass man vielleicht mit USB oder wenn man einen Raspberry benutzt, der auch Bluetooth kann, also würden dann auch Bluetooth-Game-Controller gehen. Man braucht ein Fernsehgerät, klar. Oder einen Monitor, der das kann, mit HDMI vielleicht günstig. Und wenn man nicht mit dem Standardpasswort arbeiten, wie ist das Standardwort bei Raspbian? Raspi, nee, oder wie? Also wenn man das Standardpasswort zum Beispiel ändern möchte, damit nicht jeder da vielleicht auf Betriebssysteme, also auf Unix-Ebene runter oder auf Linux-Ebene runter will, dann sollte man vielleicht genau so eine Geschichte, kam da noch eine Folie zu? Nee. Doch, dahinter noch. Also sollte man schon Netzwerkkonfiguration, Passwort vielleicht mal ändern und dafür bräuchte man vielleicht eine Tastatur und vielleicht, um Updates noch zu fahren, einen Internetanschluss. So, was gibt es so für Distributionen fürs Retro-Gaming auf dem Raspberry? RetroPie oder andersrum, so eine Linux-Distribution zum Retro-Gaming ist ja im Prinzip eigentlich nur eine Sammlung von, also Unterbau ist ein Linux, klar, und vielleicht auch ein X noch darüber und ansonsten sind das nur ganz, ganz viele Emulatoren, die in einer, wie habe ich es so schön geschrieben, in einer einheitlichen und zweckorientierten Benutzeroberfläche zusammengefasst sind. Wenn es dann nachher bei mir funktioniert, kann ich auch zeigen, was ich damit meine. Aber
es ist wirklich so, also man braucht dann keine Maus mehr, keine Tastatur, sondern wirklich noch den Raspberry, den Controller da dran und dann kann man das Ding damit bedienen und man kann alles damit machen. Ja, also keine Computerwissenschaften. So, die gängigsten sind so RetroPie, wird wahrscheinlich jeder kennen, der sich schon mal mit dieser Materie irgendwo beschäftigt hat. Wer kennt RetroPie nicht? Okay. Recallbox, schon mal jemand gehört? Andersrum die Frage. Okay, dort hinten einmal. Und Laka, okay. Also das sind so die gängigen Distributionen. Bauen im Prinzip alle auf die gleichen Emulatoren auf, teilweise sogar auf die gleichen Benutzeroberflächen. Die unterscheiden sich im Prinzip eigentlich nur in der Geschwindigkeit gar nicht, auch nicht mal, sondern wirklich in der Bedienung und wie anpassbar und wie konfigurierbar das ist. Und dadurch, dass jetzt hier schon jeder, wir reden nachher nochmal drüber, über die 10 Minuten, dadurch, dass jeder RetroPie kennt, wird das jedem schon mal über den Weg gelaufen sein. Also die Community ist sehr, sehr groß. Und jeder, der damit anfängt, sollte vielleicht mit RetroPie damit anfangen. Okay, was muss man machen? Man lädt sich diese RetroPie-Distribution als Image runter auf eine SD-Karte, bootet die, macht wieder mal ein paar Einstellungen. Oder das sind jetzt die Einstellungen, die ich gemeint habe. Netzwerk, Rechnername, SSH-Zugang. Man konfiguriert das RetroPie an sich, also die Emulation oder den Rahmen da drum. Da geht es hauptsächlich um den Controller, den man da benutzt, wie die Tasten auszusehen, also welche Tasten man irgendwie benutzen möchte. Sound muss man vielleicht unter Umständen einstellen. Und ich musste zum Beispiel, ich habe einen Fernseher dran bei mir, auch den Bildschirm nochmal einstellen. Also ich hatte da immer so schwarze Balken, beziehungsweise das Bild war größer als mein Fernseher. Ich hätte mir entweder einen zweiten Fernseher kaufen müssen und zwei daneben stellen müssen. Blödsinn. Muss man eben halt ein bisschen konfigurieren und sich auch ab und zu mal in diesen Wikis belesen, wie man das macht. So, und dann aus welchen Quellen auch immer nimmt man die ROMs, schmeißt die in irgendein Verzeichnis und dann fängt man an zu spielen. Also das ist relativ schmerzlos, will ich jetzt auch gar nicht vorführen und mehr will ich da gar nicht dazu erzählen. Bevor wir, wenn es funktioniert, RetroPie mal ganz kurz anstarten. Man kann natürlich dann daraus auch wieder, das war das dritte oder vierte Bild der Einleitung, sich auch wieder sein eigenes Arcade-Kabinett bauen. Ne? Das ist jetzt jemand hier, das ist Chrissy, jemand von der Braluk von uns, aus unserer Luke. Aber ich hatte diesen Vortrag zum Beispiel, um noch eine Geschichte zu erzählen und die 10 Minuten schneller vergehen zu lassen, den Vortrag auch schon im März in Chemnitz gehalten. Und da kam dann kurz bevor ich den Vortrag angefangen habe, kam einer mit so einem Koffer, knallte mir den auf den Tisch und sagte, du kannst dir nachher zeigen im Vortrag. Okay, dann aufgemacht. Und da war im Prinzip ein Monitor drin, in dem Koffer, im Deckel. Unten war ein Pi drin, also ein Raspberry drin. Ich glaube, zwei Lautsprecher, also zwei Soundboxen hatte, Bluetooth irgendwie und zwei Game-Controller. Und dann sagt er, ja, ich bin tingel auf von einem Linux-Kongress zum anderen oder wir machen auch Camping und ich habe 3 Kinder. So, und das ist das einzige Ding, mit dem ich meine Kinder ruhig stellen kann, wenn ich mal Ruhe brauche. Ne? So, und ja, das habe ich dann, bei dem Vortrag dann schon auf ihn verwiesen. Er musste dann, glaube ich, auch sehr, sehr vielen Leuten erklären, wie er das gemacht hat und was er das gemacht hat. Aber im Prinzip war es auch nur ein RetroPie gewesen und schön eingebaut, überall mitnehmbar. Das ist hier mehr so ein Standgerät, wo man vielleicht irgendwo im Club oder im Keller oder auf dem Dachboden oder keine Ahnung hinstellen kann. So, RetroPie, ich habe kein Raspberry mit. Deswegen habe ich mal geguckt, ob es RetroPie auch als so auf so einem Gerät hier laufen könnte. Ich starte mal zwischendurch eine VM. Geht meine Maus wieder? Jawohl. Gibt es auch für große Rechner. Als Paket, also unter Ubuntu zum Beispiel, das ist jetzt hier, was hier hochgestartet wird, ist jetzt ein Ubuntu gleich. Gibt es das zum Beispiel gibt es nicht als Paket. Muss man irgendwo runterladen? Stimmt, den Link war auf der Folie drauf. Und kann man dann auch auf seinem normalen PC starten. Ich starte jetzt hier mal so ein Ubuntu hoch. Melde mich vielleicht auch an. Die Würstchen sind gleich fertig, oder? Und sieht man was? Ja.
Und dann kann man ja ganz cool RetroPie starten und dann, wenn das vielleicht funktioniert, kann man auch einen Game-Controller anschalten. Muss noch sagen, dass er das durchreichen soll. Und wenn ich Glück habe, soll ich den A-Button drücken. Cool. Ja, so sieht im Prinzip RetroPie aus, falls das jemand noch nicht kennt. Und da kann man jetzt eben doch nicht. Gut, geht gerade nicht. Man könnte jetzt mit den mit dem Joystick in dem Menü hin und her und dann drückt man A-Taste, B-Taste, keine Ahnung, Taste und dann, also für verschiedene Plattformen sind hier die Games drunter oder die ROMs oder was auch immer, was man dazu braucht und dann kann man die anstarten und so weiter. Warum es jetzt nicht geht, vielleicht geht ja wenigstens. Nö, mal geht's. Das geht auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Also kann sich jeder vorstellen. Ich habe natürlich 4 Bilder in meinem Vortrag eingebaut, falls es nicht funktionieren sollte. So sieht RetroPie aus. Ja, okay, gut. Aber kann jeder mal selber ausprobieren. Okay. Draußen vor dem Vortrag hat es noch funktioniert, hat es ausprobiert. Warum es jetzt gerade nicht geht, keine Ahnung. Fragen bis hierher? Nö? Okay. So, jetzt kommt Retro-Gaming mal ein bisschen was anderes. Kennt jemand dieses Dings hier? Cooles Ding, oder? Ja. Hast du es bei, weil ich gerade so... Ja, da hat, er hat es sogar in der Hand. Odroid Go. Also Odroid kennt vielleicht jemand, die stellen so ganz viele Mini-Rechner her und dann, glaube ich, zum 10. Jahrestag, glaube ich, von Odroid, irgendwie sowas, haben die das Ding da rausgebracht. Voll coole Geschichte, ist im Prinzip ein ESP32 unterlagert, irgendwo da auf der Leiterplatte. ESP32 ist so ein WLAN-Chip und eine geile CPU noch drauf, also man sieht, man kann sie bis 240 Megabyte hochtakten. 4 Megabyte PS-RAM. Weiß jemand, was PS-RAM heißt? Ich musste extra nachgucken. Ne? Also S-RAM kannte ich ja noch, aber PS-RAM fand ich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Was ist es? Pseudostatisches RAM. Genau, pseudostatisches RAM. Soll eigentlich nichts weiter heißen, dass es eigentlich, wie war das gewesen? Die CPU kümmert sich, glaube ich, selber darum, dass das refreshed wird. Also statischer RAM heißt, er muss immer ab und zu mal... Nee, Quatsch, es ist DRAM, aber der Controller oder was immer kümmert sich darum, dass das... Also, ja, genau. Also DRAM muss ja ständig refreshed werden und das kümmert sich da die Hardware darum und deswegen PS-RAM. Okay, aber tut jetzt auch gar nichts zur Sache. 16 MB Flash noch. Wi-Fi und Bluetooth. Und dann ist da eben halt noch ein lustiges Display dabei. Tolle Batterie. Speaker ist drin, bla 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 bla. Und die Entwickler oder einer der Entwickler hat eben auch ein paar Emulatoren zusammengefasst. Mittlerweile sind es schon ein paar mehr. Ich glaube C64 im Spektrum war, glaube ich, noch mit bei neuerdings und so eine Geschichten. Und da kann man dann auch auf diese SD-Karte seine Spiele raufladen und dann sieht dann zwar aus wie ein Gameboy, aber trotzdem cool. Ich habe mir das Ding eigentlich nur gekauft, weil ich was anderes damit machen wollte. Und da bin ich auch gerade am Programmieren. Eine Fernsteuerung für mein MPD. MPD ist so ein Musik-Demon-Play-Dingsbums. Weil ich keine neumodische Stereoanlage habe, habe ich mir so ein Internetradio mit MPD irgendwie gebaut. Und das Ding benutze ich jetzt und auch eine Musiksammlung, die ich dann auch damit abspiele. Und das Ding benutze ich im Prinzip oder bin da gerade dabei, dafür eine Fernsteuerung zu machen. Ne? Okay, eine Geschichte. Kann man irgendwo kaufen bei dem großen Versender mit dem P und dem N am Ende? Also Pollin. Und kostet
40 Euro, glaube ich, ne? Also 39,90 irgend sowas. Also voll coole Geschichte. Und zweite Geschichte, wenn das jetzt noch alles funktioniert und wir noch ein bisschen Zeit bekommen, möchte noch jemand was hören von mir? Sehen Sie? Okay. Die Geschichte. Also da programmiere ich jetzt schon seit 2 Jahren dran, immer mit ganz, ganz vielen Pausen. Und jetzt zurzeit hängt es auch an der Hardware, allerdings nicht an der elektronischen Hardware, sondern an Gehäuse und so eine Geschichten. Ich baue ein Tetris-Spiel. So, aber kein Tetris-Spiel, so ein monolithisches, also ein Programm und dann kann man Tetris spielen, sondern MQTT, wir hatten ganz viele Smart-Vorträge vorhin gehabt, also das ist ja so ein Protokoll für Internet of Things, also womit die Dinger so kommunizieren. Und da dachte ich mir, weil ich auch in der Firma da ein bisschen mit zu tun hatte zu der Zeit, als ich mir da diese Architektur dann ausgedacht habe, ja, machst du doch so ganz viele Komponenten. Input, Output, die eigentliche Spielengine und in der Mitte ist ein MQTT-Broker. Also der, wenn jetzt, ich kann es ja nachher auch gleich zeigen, wenn die Tastatur eine Eingabe, also wenn man auf eine Taste drückt, dann wird im Prinzip eine MQTT-Nachricht losgeschickt zu dem Broker. Der Broker weiß, aha, okay, dieses Key-Zeugs, Gedönse muss zur Engine. Diese Engine reagiert darauf und wenn die was auszugeben hat, dann schickt die auch wieder nur den Bildschirm im Prinzip als MQTT-Nachricht zu irgendeinem der Ausgabegeräte, die da irgendwo angedockt sind. Ja. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Das sieht dann ungefähr bildlich so aus. Nee, andere Richtung. Also man kann da eben halt nicht nur Software randocken. Also das wäre jetzt mal so ein bisschen Software, das können wir auch gleich nochmal zeigen, live. Sondern man kann dann auch so eine Geräte daran docken. Ja? Also so eine 7-Segment-Anzeige. Der Spielstand ist übrigens dort fake. Ja? Das war mein Testprogramm, was da so eine coole Zahl ausgegeben hat. Und hier hapert es zurzeit dran. Also das ist im Prinzip eigentlich das Eigentliche, was ich bauen wollte. Also so ein Tetris-Spiel ist ja 10x20 Kästchen. Und das sind hier so eine RGB-LEDs. Ne? Und was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip der Rahmen. Also diese, damit es so aussieht wie so ein Setzkasten, wo man dann noch eine matte Platte drüber machen kann, damit das dann eben halt aussieht wie so ein großer Bilderrahmen, sowas. Das fehlt noch gerade bei mir. Ja, kann man sich ungefähr vorstellen. Ne? Was wollte ich erzählen? Achso, der Pixelabstand sind 33 mm. Also es wird dann irgendwann mal so ungefähr. Ja. Gut, wer interessiert sich dafür, dass man das mal laufen lässt? Ich habe es natürlich vorbereitet. Das ist dann auch das Letzte, was ich glaube ich erzählen werde heute. So, ich habe schon mal 4 Bildschirme aufgemacht. In dem Bildschirm läuft auch schon was. Wo ist meine Brille, damit ich es auch sehe? Also in dem da links unten läuft schon was. Und zwar MQTT. Wer kennt eigentlich nicht MQTT? Okay, Pech. Ist im Prinzip ein Dienst, der Nachrichten bekommt und dann kann man, und dann können, also kriegt Nachrichten und andere Programme können diese Nachrichten abonnieren bei einem Broker. Und der weiß dann, aha, der und der ist angemeldet, der hat die und die Nachricht abonniert und dem schicke ich die jetzt. So, und der hier, das Programm, was jetzt hier gerade gestartet wurde, da ist mein Ding, Mosquito ist einer von diesen MQTT-Brokern, ein freier. Mosquito SAP abonniert jetzt im Prinzip den Topic Tetris und alles, was dahinter kommt. Ja? Also da gibt es ja noch, ich habe letztes Jahr einen MQTT-Vortrag hier gehalten, hätte es kommen müssen. Also der kriegt jetzt alle Nachrichten, die mit diesem Topic dort anfangen. Ne? So, und der läuft jetzt schon mal im Leerlauf. Jetzt starte ich links oben, ja, die eigentliche Tetris-Engine. So, und dann sieht man schon mal, da kommt ganz viel. Die spielt jetzt nämlich schon los. Also dieser
Also diese lange Nachricht ist im Prinzip der Bildschirm an sich, der da gerade geschickt wird zu dem Broker. Ist bloß noch gar kein Client da, der das gerade empfangen kann. Und dadurch, dass er jetzt, also man muss sich jetzt schon mal bildlich vorstellen, die Dinger fallen da jetzt gerade runter. Und man sieht's, ne? Und natürlich gibt es da auch irgendeinen Score, der, also irgendwelche Punkte, die dann schon mal aus. Also irgendwann muss dann auch gleich Game Over kommen. Aber auf jeden Fall so. Also die Engine läuft schon mal. Jetzt können wir uns auch gerne nochmal angucken, was jetzt gerade da läuft. So, das lief da gerade ab. Ich kann es ja hier oben nochmal starten, damit man es auch wirklich sieht. So, jetzt fängt er wieder von vorne an. So, also das sind jetzt schon im Prinzip zwei Programme. Einmal die Engine und die Ausgabe. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eingabe. Können wir jetzt hier unten machen. Habe ich mir... halt zum Test. Oder auch nicht. Ganz einfaches Encursus-Programm erstmal geschrieben und jetzt kann man da tatsächlich mit den Tasten hier so rummachen. So, und dann sieht man auch schon wieder, hier passiert jetzt auch ein bisschen mehr. Ne? Dieses Programm schickt jetzt zur Engine, da habe jetzt Pfeil nach oben gedrückt und die Engine fängt an, das Ding zu drehen. Ne? Ungefähr verstanden das Prinzip. So, und jetzt könnte man natürlich zum Beispiel noch ein zweites Programm mit andocken. Oder Hardware. Ja? Ich habe zum Beispiel sieht man das hellblaue dort? Ja. Den Next Brick, also den nächsten Stein zum Beispiel, da habe ich mir zum Beispiel eine 8x8 Matrix aus RGB-LEDs gebaut und da kann man zum Beispiel den Next Brick sich zum Beispiel angucken, also eben halt als Hardware parallel dazu. So, und dass man das jetzt auch wirklich austauschen kann, um das jetzt nochmal zu zeigen, das ist dann das Letzte, was ich zeige. Ich habe ja jetzt hier mein Gamepad noch an dem Ding hier dran. Habe ich ein anderes Programm und dann könnte ich auch mit dem hier spielen. Ohne, dass ich jetzt irgendein anderes Programm gestartet habe oder was auch immer. Ich habe jetzt nur was anderes rangedockt. Ja, und das ist jetzt so die Idee bei der Geschichte. Und das spiegelt sich irgendwo in diesem äußerst komplizierten Bild wieder, wenn ich meine Folien finde. Oder auch nicht. Das soll im Prinzip so mal so das Schaubild dazu zeigen. Da kann man jetzt auch irgendwas randocken. Man könnte jetzt zum Beispiel auch eine Tetris-KI oder eine Tetris-AI randocken und den Computer selber spielen lassen und einfach zugucken, ob sein Algorithmus, den man da hat, funktioniert. Okay, Fragen dazu? Gut, ein paar Links noch, unter anderem auch da, wo ich die Quellen für das, was ich da habe, zu dem Tetris, also das ist ein natives Spiel, also das ist ein natives Tetris, ich glaube auf Encursus basieren und das hier ist jetzt das, was ich gerade gezeigt habe. Weiß jetzt allerdings nicht, in welchem Versionsstand, wie auch immer. Okay, Fragen? Das habe ich gut überzogen. Warte. Hast du dein Tetris-Projekt mal mit anderer Hardware versucht? Also den Joystick mal ausgelagert an ein Arduino oder sowas? Nein, das Letzte, was ich damit gemacht habe, oder was ich als Input-Device genommen habe, ein Wii-Controller über Bluetooth. Also meine Frage ist, wie sieht es mit der Latenz aus? Cool, das. Also ich war selber sehr erstaunt. Also gut, hier läuft der Broker
auf dem gleichen Rechner. Aber ich habe zum Beispiel hab auch schon zu Hause mal probiert, ich habe mehrere so eine Raspis rumzulaufen, einfach meinen Broker zu nehmen, der eigentlich auch den Rest macht in meinem Netzwerk. Und auch da sind die Latenzen okay. Also erstaunlicherweise cool. Noch eine Frage? Dann, oh ja, da hinten. Ich fürchte jetzt, die Frage ist eher für jemanden aus dem Publikum, den ich noch nicht kenne, als für den Vortragenden zum Thema Retro-Computing. Da habe ich auch etwas Interesse dran und habe jetzt oder stehe jetzt vor dem Problem, ich möchte für eine PC-ISA-Karte, die selber den 8086 hat, mal emulieren, eigene Firmware dafür, um da Firmware mit anderen Fähigkeiten darauf zu programmieren. Und was da als Entwicklungsumgebung empfohlen wird. Ich hatte mir überlegt, ich könnte mal gucken, ob man mit MAME, der ja auch PC emulieren kann, da irgendwas zusammenstöpseln kann mit einer Host-CPU und einer CPU für die Erweiterungskarte. Hat da schon jemand Erfahrung? Ja, scheinbar nicht. Schade. Schade. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr so lange ausgehalten habt und